Ich möchte heute gerne auf eine Trade-Idee für Kupfer hinweisen, beziehungsweise für alles, was mit Kupfer korreliert. Hallo, mein Name ist Thomas Blees und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor an der Börse aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und mit meinen Online-Kursen und YouTube-Videos möchte ich dir helfen, dass du das auch schaffst. Ich habe hier mal den aktuellen Wochenchart des Kupfer-Futures aufgerufen. Man sieht hier in den letzten Wochen schon eine sehr starke bullische Entwicklung und dafür gibt es auch eine klare Indikation. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Was ich hier habe, ist der von der Suri-App. Die Seite kann ich sehr empfehlen, surikarte-trading.de. Dort werden die Terminkurven der verschiedenen Futures veröffentlicht und man sieht hier sehr schön, wie sich der Future von Kupfer in den letzten zwei Tagen in eine Backwardation begeben hat. Man sieht also, wie die Kurve sich hier deutlich verändert hat aus der Normalsituation. Das ist die sogenannte Contango-Kurve von links unten nach rechts oben. Was heißt das? Dass die Frontkontrakte, also die aktuelleren Kontrakte preiswerter sind als die längeren zurückliegenden beziehungsweise vor uns liegenden, weil da muss man immer wieder auch die Lagerkosten berücksichtigen. Deswegen kostet beispielsweise ein Dezember-Kontrakt in der Regel mehr als der aktuelle Juli-Kontrakt, weil man, wenn man den ausgeliefert haben will, muss man ja auch noch die Lagerkosten einkalkulieren, bis man sie dann bekommt. Und jetzt ist das Auffällige hier bei der Backwardation, dass der Frontkontrakt deutlich teurer geworden ist als die nachfolgenden Kontrakte. Und das ist ein sehr bullisches Signal. Das heißt, man könnte überlegen, ob man rund um Kupfer versucht, einen Trade aufzusetzen. Da der Kupfer-Future relativ teuer ist und auch die entsprechenden Optionen, habe ich geguckt, welche Aktien es gibt, die mit Kupfer stark korrelieren. Und das will ich jetzt mal zeigen. Ich habe eine Aktie gefunden, die man möglicherweise dafür nehmen könnte. Und zwar ist das die Southern Copper Corporation. Ich blende hier auch mal den Preischart von der Southern Copper Corporation, Kürzel SCCO, ein. Wir sehen also jetzt hier in Blau den Kupferpreis, wie schön der in der Vergangenheit mit der Southern Copper korreliert hat. Und jetzt sehen wir hier auch schon, wie stark die Aktie dieser Gesellschaft in den letzten Wochen reagiert hat auf die positive Entwicklung des Kupferpreises. Deswegen wäre es eine Idee, hier mit der Southern Copper Corporation long zu gehen, um entsprechend eine Möglichkeit zu haben, den steigenden Kupferpreis und die bullische Situation in der Terminkurve auszunutzen. In diesem Video steckt sehr viel Rechercheaufwand und Zeit. Falls dir also das Video gefallen hat, hinterlass mir doch bitte ein Like und abonniere meinen Kanal. Damit unterstützt du mich und damit auch automatisch die Produktion weiterer solcher Videos. Herzlichen Dank.